Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind, oder ich bin jetzt auf dem Weg in die Höhle. Sterb! Um den kleinen Satz. In welche Höhle bist du denn? Bist du in die, wo wir vorher waren? In welcher Höhle bist du denn rein? Oh nein. Ach ja, der Creeper hat einen anderen Creeper getötet. Hallo? Hä? Ich bin in der großen Höhle. Da, wo wir auch Lava hergeholt haben. Nein! Arsch. Hallo? Ja, okay, sagen wir es mal so. 3 von 86 Creepern sind tot. Hä, da wo wir auch Lava hergeholt haben oder wo bist du? Ja, da wo wir die Lava hatten, nach dem schönen Wasseraufzug. Ja, nee, ich meint, weil du die Steine wieder da beim Haus hingesetzt hast, denn. Ja, damit keine Ahnung, wie es hochkommt. Okay, und wo bist du da? Ich bin direkt da unten. Ach, ich sehe dich. Hä, da sind doch kaum noch Creeper. Komm mal näher. Ups. Aber hier ist irgendwo so ein Pfeil-Ding. Skelett hat mich gerade mit einem Pfeil abgeschlossen. Ui. Du bist so gut da drin, sie umzubringen. Kleiner Angeber. Dun, 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 dun. Ich habe schon 4. Habe ich dir nicht gut geholfen? Ich bin so stolz auf mich. Kommst du spät? Ja, weil ich nicht wusste, wo du warst. Da hinten ist ein Creeper. Ah, ich hab mich mal fuckgemeldet. Hättest du nicht einen Bogen mitbringen können? Liegt noch einer. Hey, Diggi. Geh mal da weg. Wii! Emily, Verkämpfer. Steht das so nah dran, nix. Du sprichst ein Wort, der Creeper fliegt sofort auf dich. Du hast halt eine unglaubliche Anziehungskraft. Oh, natürlich. Wenn ich nicht, wer sonst? Ach ja, ich soll ja nicht so schnell ran. Hier ist irgendwo ein Zombie-Mumien-Ding. Also ich glaube, für TNT kriegen wir nicht mehr genug zusammen. Wieso? Nur aus Joke. Entweder haben wir schon genug für TNT oder wir brauchen nur noch eins. Ja, kenne ich mich nicht mehr aus. Aber ich denke, dass ich oben mehr Creeper finde als in dieser Höhle. Ist es Nacht? Ich kann nur eins sagen, wir gehen jetzt einfach wieder hoch. Und dann gehen wir wieder runter. Und dann sind die wieder gespawnt. Können wir auch machen. Dann kommst du hoch? Ja. Braves Mädchen! Fein machst du das? Ja, fein! Du bist das brave Mädchen. Scheiße! Die Rache. Dieser Bastard. Das war Karma. Das war der, der mich auch abgeworfen hat, als ich geworfen auch. Die werfen. Als ich hier reingekommen bin. Ui. Irgendwo ist hier voll die Lücke. Da ist voll so ein Loch in unserem Höhlending. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Zombies herkamen. Die kamen einfach von oben. Sagte sie und da war nix gut. So, ich gehe jetzt wieder diesen Gang runter. Ich gehe jetzt wieder diesen Gang runter. Dann gehe ich auf die andere gegenüberliegende Seite. Wir hoffentlich nicht von dem perfekten Skelett abgeschossen. Gucke nach unten. Ich werde aber abgeschossen. Wieso werde ich abgeschossen? Wieso hasst dieses Viech mich? Pfe, ich gehe nach oben. Das ist dein weiblicher Charme. Mhm. Der möchte unbedingt eine Skelettfrau haben. Ja, also, wie ein Skelett finde ich, sehe ich nicht unbedingt aus. Ja, aber wenn du tot bist, dann bist du in der Zeit auch zum Skelett. Ja. Oder auch nicht. Oder ich sterbe nur einfach und werde wiedergeboren. Ja, das weiß der doch nicht. Weil er zu dumm ist. Dann braucht er mich nicht angreifen. Ich hab ihn nicht getan. Der hat ja auch kein Hirn. Alter, wartet ein Zombie auf dich. Ja, ich greife ihn gerade an. Eine neue Warum Waffe ist ganz jetzt einfach? Weil ich hier an unsere Kiste muss, weil da irgendwo ein Bogen drin ist. Achtung, oh, hinter oh, dir. Oh, Zombies, voll Zombies. Oh ja, lass uns Freunde sein. Yay, lass uns Freunde sein. Und sterb. Brauch ich nicht. Ich hab noch andere Freunde. Ein Skelett. Hallo, meine kleinen Freunde. Oder was? Hä? Wow, wir haben sehr wenig Pfeile. Oh, wir haben Federn. Super. Wir haben Pfeile? Ah, da sind Pfeile. Oh, ein Enderman.
Der Enderman greift mich an. Er brennt. Er ist in die Lava gesprungen. Nein, ich bin gleich tot. Das Viech ist so stark für mich. Wir reden nie wieder drüber. Nimm meine heilige Schere, Mann. Das scheiß mich nervt mich. Das ist ein Rohr. Ich bin gleich schon wieder tot. Ich wollte doch nur meine Spitzhacke wieder haben. Guck. Das ich mich erschrocken haben, aber das scheiß mich auf einmal wieder hinter mir lag. Wieso hasst mich das denn? Du hast es angegriffen. Nicht beabsichtigt. Nicht ganz so beabsichtigt. Aber es hat mein Haus auseinandergenommen. Du hast getötet. Oh, ich bin stolz auf dich. Hast du fein gemacht. Ich hab deine Axt geklaut. Du Monster. Doch nicht meine Axt. Willst du deine Axt wieder haben? Brauch nicht. Deine Axt. Was? Ich brauch die nicht. Okay. So. Was hältst du eigentlich von unserem wunderschönen Zaun, der zu 99% aus Toren besteht? Okay, wir brauchen 5. 5? Oh, gut. Dann brauchst du ja wir brauchen einen bestehend aus Zaun. Das ist sehr, sehr zaunlastige Idee. Ja. Ja, das liegt daran, brennt wieder dass der ich Wald. Ganz viele Tore gebaut habe anstatt. Da ist ein Creeper. Und Zombies. Ich weiß nicht, wieso das eine Zombie-Ding da nicht brennt, aber warten wir kurz. Da hinten brennt einfach wieder die Welt. Hä, wieso hat er aufgehört zu brennen? Hier ist kein Schatten. Okay. Sein Hass so, gegen mir, mir gegenüber war so gut, dass das Skelett. Einfach Feuer gedacht habe, brauche ich nicht mehr. Da will ich gerade schießen und loslassen, werde ich von einem Pfeil getroffen. Ist daneben. Creeper, 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 lass uns Freunde sein. Naja, aber nicht so Freunde, die sich zu nahe kommen. Du darfst mir nicht zu nahe kommen. Ey, hör auf. Eine Hexe gefunden, die ich habe. Ey, ich hau dich mit einer Diamantenspitzhacke. Eigentlich müsstest du schon längst tot sein, Steff. Ah, die brauchen mir zu lange zum Sterben. Ja, ich hab hier zweimal Schwarzpulver. Da hinten ist eine Hexe. Herr Freund, ich hab Schwarzpulver. Können sich Hexen teleportieren? Nein, aber die können Zauber wirken, glaube ich. Wo bist du? Ich hab Schwarzpulver zweimal. Hallo? Ja, unten. Ja, nö. Ach, mein Fuß ist eingeschlafen. Und was willst du jetzt mit TNT machen? Wo willst du das jetzt hinwerfen? Keine Ahnung. Ah. TNT ist einfach immer geil. Ich habe Hexe getötet! Und ich meine nicht Juli. Oh, das hast du, das war nicht ich. Ey, sie hat dich getötet, also wirklich. Denn dann mach dich gleich unbeliebt bei Juli, das hat sie gerne. Hä? Scheiß Spinner. Ich hab gesagt, mach dich gleich... Du hast Juli für mich total antagonisiert. Das ist für mich das Feindbild. Wieso? Die hat mich wieso kommt die Spinne mir zu nah? Es ist Tag. Du darfst mich nicht angreifen. Es ist Tag. So, unser Lavaschild auch. Das wollte ich noch sehen. Sieht gut aus. Ja, und jetzt die letzten 40 Minuten haben wir nicht weggegangen. Die sind auch schon fast rum. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich komme jetzt hoch. Ich habe die Hexe getötet. Ach, wir haben nur noch 30 Minuten. Stimmt ja. Hey! Ein Skelett! Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Headshot. Ich muss meine Diamantenspitzhacke noch aufbrauchen. Oder verlieren. Nein, Quatsch. Hörst du auf wegzulaufen? Oh, das ist tot. Triffst du überhaupt? Ja. Der ist gerade gespawnt, dieser Wichser. Dann sammeln wir mal ein bisschen Eisen, damit wir ein bisschen so tun können, als hätten wir was getan. Ich habe 8 Eisen gesammelt. Wir haben Diamant gefunden. Von daher, wir haben was getan. Wir haben Diamanten gefunden. Die denken, wir waren bestimmt voll suchen.
Wir haben Diamanten gefunden, wir haben einen Arsch von Redstone gefunden. Ja, guck, wo willst du. Bist du jetzt wieder runter? Willst du wieder runtergehe? Was genau? Einen Pfeil aufzusammeln. Achso. Ich will schon fragen, was genau hast du eigentlich vor? Ups. So, jetzt habe ich wieder 33 Pfeile. Wie viele Pfeile waren vorhin drin? 33. Da waren 33 Pfeile drin, ne? Ja, alle her. Ja, nein. Oh, Alter, hier sind überall Skelette oben drauf. Oh mein Gott, Shooting Parade. Da ist ein Creeper oben drauf. Ja. Ah, ich komme rüber, wo ist der Creeper? Ich habe Creeper gehört. Ja, da kommst du aber nicht ran. Sagst du jetzt? Sag ich jetzt auch. Ich kann dich von oben begaffen. Ich begaff dich von oben. Ich bin voller Stalker, Mann. Andere Seite, du Depp. Das machst du nur, weil du auf mich stehst, gibst du. Mhm. Aber immer. Du denkst, wo du stehst über mir. Ja, das auch immer. Ey, diese Lache ist so krass. Oh. Was? Was? Das ist voll krass. Hast du dich gar nicht gehauen? Das war nicht mit Absicht. Soll ich dich auch hauen? Ich hab eine Diamantenspitzhacke. Wer denkt, du gewinnt? Außerdem bin ich schon Level 4. Nein, ich verliere. Tut mir leid. Los, Brot! Los, Brot! Ich will das verharrte Brot töten. Ey! Brot, du bist dran! Nein! Los, Brot! Moment. Ich wähle Brot! Ich setze los, Brot! Ich wähle dich! Genau. Oh, verdammt! Geworfen! Yay! Los, Brot! Tackle! Tintenbeutel! Boom! Was? Das geht so, nein, es geht so. Tintara, Rauchwolke! Leuchtfeuer. Das ist so behindert. Ja, aber... Oh, nee, ich kann das sogar noch besser. So, warte. Was? Los, Kleinstein! Kleinstein, ja! Waren wir noch ein paar daneben und dann wird das... Ein Kleinstein! Oh mein Gott, das ist entwickelt, das ist... Oh, nix! Geo, wie soll die Weiterentwicklung? Ha, irgendwas mit Geo. Ja. Geo-Rock! Los, Geo-Rock! Ich wollte einen Onyx bauen. Dafür brauche ich voll die Kette, aber das zieht sich zusammen. Los, aber, Onyx! Guck dir meinen Onyx an! Guck dir meinen Onyx an! Okay. Was genau haben wir hier geplant? Ja, ich weiß Scheiße gebaut. Ich baue mir gleich einen Argumon, Mann. Ich hab Lava. Wir haben nichts gemacht. Wir haben null. Null. Moment, ich habe jetzt nicht Faden verloren. Okay. Was wollte ich sagen? Wir haben null vernünftige Sachen hinbekommen. Ja, selbstverständlich. Ich habe Juli nicht versprochen, dass ich was Vernünftiges hinbekomme. Aber ich wollte hier mal. Chicken! Töten! Alle. So, was wollen wir jetzt nochmal mit den TNT machen? Was wollen wir überhaupt nochmal machen? Keine Ahnung. Hey, guck mal. Achtung, ich hab was Besseres. Warte. Los, Taboga. Ey, dein Taboga sieht ein bisschen fertig aus. Los, Mukufee. Ich weiß gar nicht, wie das Viech heißt. Dann. Ich steck deinen Taboga jetzt in den Ofen. Nein, Taboga, nein! Ich hab dich angelogen, es war ein Ibitag. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch 30 Minuten. Oh mein Gott, das geht sogar jetzt. Ich kann jetzt noch eine bessere Idee. Warte kurz. Dann. Los, Salvados! Ja, gebrannt hat. Schmeckt ja gut. Wieso hatte ich ganze Zeit meinen Timer an? Hab meinen Timer schon die ganze Zeit. Ich darf gar nicht essen, ich bin voll. Hat mein Timer die ganze Zeit schon gesungen? Nee, ne? Ach, zu deinem was? Hab mein Timer schon die ganze Zeit gesungen. So, wir haben die vorletzte Folge rum. Wir haben jetzt nur noch 20 Minuten. Ich beende hier jetzt die Folge. Bis dann, tschüss! Tschüss! Dann, tschüss! Also, mein Fehler, wir haben noch 6 Minuten. Das eben war gar nicht mein Timer. Das war mein Wecker.
Darum war Ton. Also läuft noch, es gerade noch? Ich habe gerade wieder reingemacht, also Ton wieder angemacht. Wir nehmen jetzt wieder auf, und zwar die letzten 5 Minuten. Das waren nämlich nur 15 Minuten, weil... das war gar nicht mein Timer. Das war nämlich mein Wecker. Kein Wunder, warum Zucker geschrien hat. Dun, dun. Okay. Beim nächsten Mal setze ich Finale ein. Ja. So, wo wollen wir das denn jetzt hinsetzen? Oh mein Gott. Rennen weg von mir. Allahu Akbar. Wo wollen wir das jetzt hinsetzen, dass es nicht auffällt, ist, dass es ja eigentlich nicht witzig, aber... ist. Also wie wo wollen wir das jetzt hinsetzen, Fräulein? Wir können das hier reinsetzen. Ja. Und eine Druckplatte machen. Für die Tür. Aber die Druckplatte fällt voll auf, Schatz, oder nicht? Findet. Und die Druck unter, direkt unter der Druckplatte ist das TNT. Ja. Also, wir setzen hier eine Druckplatte drauf, ne? Mhm. Hier. Da kommt eine Druckplatte hin, ne? In dem Block drunter ist das TNT. Dann bauen wir hier, in diesem Ding hier, ein kleines Häuslein. Ja, nee, das hat Juliane schon versucht. Das war voll auffällig. Wenn er ein Hausschild. Das hat sie hier, ja, guck mal, das Stein. Wir nehmen einfach die Kisten aus diesem Haus und tun es ins andere Haus. Ja, und dann willst du das einfach ins Haus setzen. Oder wir tun andere Kisten ins Haus. Ja, da hat sie nämlich hier auch. Voll auffällig. Wenn du das einmal wegmachst, der Stein, der da ist. Na? Das ist ein Loch, ein tiefes. Das war voll auffällig. Oh. Ja, also wir könnten auch ein Haus bauen, wo über der Tür... Aha, nee, da müssen wir jetzt Obsidian farmen. Willst du nicht erstmal den TNT da mitnehmen, bevor wir da raufspringen und das kaputt machen? Auch geht. Wenn du Soul Sand über der Tür hast, geh nur in eine Richtung auf. Hör nochmal, ich hab dir nicht zugehört. Oh. Wenn du Soul Sand aus dem Nether hast und den über der Tür platzierst... Haben wir ja aber nicht. Und ja, das war jetzt rein hypothetisch. Wir haben so viel Lava, wir können sofort ein Tor bauen. Ja, warte, wenn wir den TNT da jetzt stehen lassen, läuft da gleich jemand drauf und dann ist er weg. Das ist, hol ihn dir wieder, Mann. Kann man das überhaupt noch? Ja. Okay. Mit in den Nether kommen könnten, dann könnten wir geile Scheiße mit dem Zeug machen, das einfach können wir machen. Nervig ist. Ich meine, ich werde dich 100% wieder dazu holen, wenn wir dann irgendwann mal einen Weg zur Höhle haben. Also, wir machen das ja, dass Gäste auch wiederkommen können und... Da du meine Geheimwaffe bist, wirst du wohl öfters wiederkommen müssen. Na? Ich war gerade eben ganz woanders, tut mir leid. Wieso hörst du mir nicht zu? Wir einfach über Druckplatten machen, die dann einfach nichts drunter haben. Ja, können wir machen. Dann weichen wir den aus. Können wir mal machen, lass mal. Ich mach die aus Cobblestone. Obwohl, aus, ja, du, und unter eine Druckplatte hauen wir einfach TNT hin. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie baut man nochmal eine Druckplatte mit Cobblestone? Gar nicht, das machen wir mit Holz. Gibt doch eine Steindruckplatte. Oder bin ich jetzt total plemplem? Gibt's? Wie baut man die nochmal? Ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen, wie man eine Druckplatte baut. Ich weiß nicht mal, wie man das mit Holz macht. Doch, mit zwei nebeneinander. Also gibt's keine Steindruckplatte. Ende. Ah ne, damit baust du Knöpfe und die baust du an der Tür ran, glaube ich. War es nicht irgendwie? Hast du genügend Holz? Soll ich dir noch Holz zuwerfen? Ich habe gerade eben 9 Stück gebaut. Ah. Das sollte reichen, um die den Leuten auf den Sack zu gehen. Dann baue ich auch noch mal 11. Wo wollen wir die hinbauen? Wir können ja überall einfach hinbauen. Wir bauen die einfach hier so. Sieht man aber, dass da nichts unter ist. TNT auch, kann jetzt auch da hier. Mach irgendwo mal TNT Block, rein. Unter diesem Block hier, also der Block hier drunter, der Cobblestone-Block hier drunter, könnte TNT sein. TNT leitet den, einen Block weit den Strom. Ja, dann hau irgendwo nochmal TNT also, unter. Jeder Block leitet Strom einen Block weit. Ja, dann hau nochmal irgendwo. Das heißt, TNT würde ausgelöst werden. Hau nochmal irgendwo TNT runter. Ah. Soll ich machen? Hä? Ja, aber erst am Ende. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ist so besser, wenn du es erst am Ende machst. So, lass das Loch so, damit wir uns das merken können und dann... Schade, wir haben nicht noch ein TNT, ne? Wir haben auch nicht mehr genügend Schwarzpulver. Ah, ich kann noch... Leider, aber wir könnten ja nochmal nach Schwarzpulver gucken gehen.
Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Wir könnten ein Schild nehmen und Penis draufschreiben und das in ihre alte Falle stellen. Können wir machen. Eine extrem niveauvolle Aussage. Naja, ich meine jetzt nicht unbedingt Penis, ne, aber wir können da irgendwie Schilder reinhängen und über Juli lästern. Gut. So, aber jetzt ist die Aufnahme wirklich beendet und wir sehen uns in der letzten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Danke.